Pokal-Viertelfinale und er gab bei der Fortuna sein Startelf-Debüt. Timo Jerome Kjalka, der Winterneuzugang, genauso wie Tobias Fink bei den Kölnern zum ersten Mal von Beginn an. Der Aschenplatz in Düren war bereitet und dann konnte es losgehen. Die Sportfreunde, der Landesligist in Orange, die Fortuna im gewohnten Rot-Weiß von rechts nach links. Eins war bereits vor dem Anpfiff allen klar, das Horrorszenario aus dem letzten Jahr sollte sich auf Seiten der Fortuna nicht noch einmal wiederholen. Im Umkehrschluss hieß das, der Einzug ins Halbfinale war Pflicht für die Elf von Uwe Koschinat, die das Unternehmen engagiert begann. Erste Chance nach 12 Minuten. Die Anfangsphase sehr zerfahren. Viele kleine Fouls und Nicklichkeiten auf beiden Seiten. Der Ball ruhte häufig und dementsprechend waren Standards das Mittel, Gefahr vor dem Tor auszustrahlen. 22. Minute, Christian Pospisil mit dem Versuch. Die Fortuna bekam mit laufender Spieldauer das Geschehen mehr und mehr in den Griff. Die Kölner spielten es vor allem ruhig und überlegt, zogen hier und da das Tempo an. Kessel mutig gegen zwei in der Mitte. Kjalka und Dennis Düren, super Reflex vom Sportfreunde-Keeper. Wieder eine gute Möglichkeit für die Fortuna, die jetzt dran blieb in dieser Phase. Pass von Pospisil für Kjalka und jetzt war er drin. Aus Sicht der Fortuna 1:0. Die beruhigende Führung nach 34 Minuten zum ersten Mal in der Startelf. Direkt der Treffer. Ein Einstand nach Maß für den ehemaligen Regensburger. Der Pass von Pospisil, das Deckungszentrum der Dürener, viel zu offen. Kjalka mit klugem Körpereinsatz gegen Elsig und dann ganz cool ins lange Eck. 1:0. Düren aber nicht geschockt, suchte direkt die Antwort. Langer Ball, Poggenborg verschätzt sich und räumt dann Kevin Dabo ab. Klarer Fall, Elfmeter, Notbremse. Dachten alle, den Strafstoß, den gab es, den Platzverweis aber nicht. Die Fortuna sprichwörtlich mit dem Glück im Bunde, auch weil Betzer den Elfmeter an den Pfosten setzte. Riesendusel für die Fortuna. Der zweite Durchgang begann, so schwungvoll wie der erste aufgehört hatte. Die Fortuna vom Anstoß weg mit der Prämisse, schnell den zweiten Treffer nachzulegen, um keine Hektik aufkommen zu lassen. Kjalka, Kraus, großes Gestochere und dann war der Ball im Tor. 46. 2:0. Die Fortuna auf dem besten Weg in Richtung Halbfinale. Die Flanke von Michael Kessel, Kjalka versucht es direkt, Düren kann nicht festhalten und der Sieger im Stochern ist dann Thomas Kraus. 9 Tore in der Liga, jetzt sein erster im Pokal, 2:0 für die Fortuna, die jetzt natürlich befreiter aufspielte. Die Kombinationen klappten. Pospisil, Kraus, Kjalka, der K- und K-Sturm der Fortuna wusste die Abwehr der Sportfreunde zu beschäftigen. Düren wirkte platt, der Mut und die Frechheit, mit der sie der Fortuna im letzten Jahr noch den Zahn ziehen konnten, die hatten sie nicht mehr. Dennis Düren, der Schlussmann, entwickelte sich mehr und mehr zum besten Akteur bei den Sportfreunden. Vor allem der zweite Durchgang verlief ganz nach dem Geschmack von Uwe Koschinat. Dominant, Selbstbewusstsein und Spielfreude, das zeigte die Fortuna im zweiten Abschnitt und einer lebte es vor, Timo Jerome Kjalka mit dem 3:0 in der 90. Minute. Dem Schlusspunkt in diesem Spiel, sein Doppelpack, sichert also der Fortuna das Halbfinalticket. Letztendlich war es ein verdienter Erfolg der Südstädter, die sich sozusagen für das Ausscheiden von vor einem Jahr revanchierten. Am Samstag geht es im Liga-Alltag weiter. Dann kommt die SSV Gefelbert ins Südstadion.